Hallo, ich bin Micha. Und ich bin Celia. Und heute gibt's Witze über den Osterhasen. Und über Jesus. Intro. Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Warum ist der Osterhase das ärmste Tier der Welt? Er trägt seinen Schwanz hinten, muss seine Eier verstecken und darf nur einmal im Jahr kommen. Rote Eier, blaue Eier. Heute gibt's einen flotten Dreier. Und gestoßen wird ganz fest in das feuchte Osternest. Schlecken, hubbeln, lutschen, blasen. Einen schönen Gruß vom Osterhasen. Du Papa, was ist eigentlich eine Verlobung? Eine Verlobung? Das ist wie, wenn ich dir zu Weihnachten ein Fahrrad schenke, du aber erst zu Ostern damit fahren darfst. Aber ein bisschen klingeln wird man doch schon dürfen, oder? Der Osterhase, der Nikolaus, eine schöne, reife, intelligente junge Frau und ein Mann steigen in einen Aufzug. Wer von ihnen drückt den Knopf? Ja, natürlich der Mann. Die anderen gibt's gar nicht. Zwei Hennen stehen vor einem Schaufenster und betrachten die bunten Ostereierbecher. Da sagt die eine zur anderen, schicke Kinderwagen haben die hier. Ich sag's euch Leute, wer Ostern an den Eiern spielt, der hat an Weihnachten eine Bescherung. Männer sind die Osterhasen. Intelligent, charmant und sexy. Sag mal, wer glaubt denn eigentlich an den Osterhasen? Warum starb Jesus wirklich? Niemand geht über Wasser, wenn Chuck Norris angelt. Hatte Jesus eine Freundin? Naja, als er durch die Wüste ging, verfolgte ihn eine lange Dürre. Wer war eigentlich die erste Fußballmannschaft der Welt? Na, Jesus und seine Jünger. Denn in der Bibel steht geschrieben, Jesus stand im Tor von Nazareth und seine Jünger standen abseits. Wer erfand eigentlich das Deo? Na, Jesus. Er brach das Brot und verteilte es unter den Armen. Was wäre eigentlich, wenn man Jesus nicht gekreuzigt, sondern ertränkt hätte? Überall, wo jetzt Kreuze hängen, würden dann Aquarien stehen. Jesus geht durch die Wüste und trifft einen alten, blinden Mann. Mein Herr, was machen Sie allein in der Wüste? Ich suche meinen Sohn. Wie sieht er denn aus? Na ja, er hat Nägel durch die Hände und durch die Füße. Papa? Pinocchio! Drei Gründe, warum Jesus ein Student war. Erstens, er hatte lange Haare. Zweitens, er wohnte bei seinen Eltern. Und drittens, wenn er was getan hat, dann war es ein Wunder. Ein Einbrecher steigt durch ein Fenster in ein Haus, bis er eine Stimme hört. Jesus sieht dich. Verwirrt blickt er durch die Gegend, kann aber nichts erkennen. Er fängt an, wertvolle Gegenstände und Geld in seine Tasche zu packen. Dann hört er wieder. Jesus sieht dich. Da sagt er, wer bist du und warum sagst du das ständig? Plötzlich taucht ein Papagei auf. Ich bin Moses. Was? Wer nennt sein Papagei denn bitte Moses? Derselbe, der seine Rottweiler Pitbull-Mischlinge Jesus nennt. Die Stasi verhört einen Kirchgänger. Gibst du zu, dass du gerade eben in der Kirche warst? Ja. Gibst du auch zu, dass du gerade eben die Füße von Herrn Jesus Christus geküsst hast? Ja. Würdest du auch die Füße von unserem Kollegen Honecker da drüben küssen? Wenn er da hängen will. Ein Pfarrer ist auf Urlaub in Afrika und wird plötzlich von einem Rudel Löwen umzingelt. Die Flucht ist ausgeschlossen. Da fällt er auf die Knie und fängt an zu beten. O Herr, bitte verschone mich und gib mir ein Zeichen deiner Gnade. Bitte befehle diesen Löwen, sich wie Christen zu verhalten. Als der Pfarrer wieder die Augen öffnet und seinen Blick hinaufwendet, sitzen die Löwen im Kreis, haben die Pfoten zusammen und sagen, komm Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Der Patient im Krankenhaus erwacht aus der OP und sagt erstaunt, Herr Doktor, Ihr Bart ist ja so gewachsen. Hat die OP denn so lange gedauert? Also erstens heiße ich Petrus und zweitens habe ich diesen Bart schon immer. Hat euch das gefallen? Dann gebt uns einen Daumen hoch und wenn ihr noch Jesus-Witze könnt, Kind, schreibt sie in die Kommentare. YouTuber, like und abonnier, YouTuber!